Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Bioshock 2. Zum allerletzten Part. Und somit ist dann auch zu Ende von diesem Spiel. Und ja, es ist wie folgt. Ich habe mich ja gefragt, ob es irgendwelche Hinweise gibt, ob man irgendwas finden kann. Ob ein irgendetwas hier weiterhilft. Und ja, wie soll ich sagen? Es hat hiermit zu tun. Ich glaube, das letzte Band. Muss ich Sie daran erinnern, Sinclair, dass Lärm jetzt Ihr Problem ist? Moment. Sie ist nicht länger eine Bürgerin Rapture. Nee, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ja. Das war die Bedingung. Sie wollten Ihr Irgendwie hat das hiermit zu tun. Und jetzt haben Sie es. Mit diesen Gemälden. Ryan Industries ist Ihr Kunde. Und wir verlangen Testkandidaten aus Ihren Chargen. Geschosse sind nicht zu hören. Die Protektoren sind kurzlebig. Lärm wollte doch Messias spielen, richtig? Na dann. Verkaufen Sie ihr ein Opfer, um die Herde zu retten. Ich will doch nur die Bilder umdrehen. Da... Ah, hier, das ist Lamp. Was ist gut? Ist auch nur eine Person drauf, eine. Definition hält stand. Gut ist die Freude an der Abwesenheit von Leid. Was ist denn das höhere Gut? Um die Freude oder das Leid der Mehrheit zu bestimmen, müssen wir die Dimension. Und da ist auch nur irgendein drauf. Auf jeden Fall, der Code aus irgendwelchen Gründen heißt 4146. Ich versuche es einmal. 4146 und dann hinsichtlich und tatsächlich richtig. Ich weiß nicht, irgendwo soll man es finden. Ist daher gleich der gesamte Freude über alle Zeit hinweg. Ich weiß nicht, ob es hiermit irgendwie zu tun hat oder so. Auf jeden Fall mit den Gebilden definitiv, weil das wurde im Video auch erläutert, was ich mir angeguckt habe. Jedenfalls findet man dann hier noch ordentlich viele Sachen. Ja. Und ein Safe, den ich jetzt auch nochmal knacke. So. Das ist keine Frage. Ich werde euch keine. Ihr merkt schon. Alles, was ich euch sage, das war jetzt das, was auch gefehlt hat übrigens. Also, der Raum ist nicht sonderlich relevant. Aber er ist doch wichtig, wenn man, ja, sagen wir mal, auf 100% spielen möchte. Ah, ich glaube, hier wäre das. Norman. Wo bin ich? Norman. Was zum Teufel habt ihr mit meiner Frau gemacht? Norman. Lassen Sie mich aus diesem Sturm! Jedes Leben und jeder Tod für das Allgemeinwohl. Er nannte das die imperative Selektion und lachte dabei, ohne zu lächeln. Okay, wie dem auch sei. Auf jeden Fall. Ja, das war der Raum. Wie versprochen habe ich den jetzt auch abgedeckt. Somit habe ich jetzt. Hoffe ich mal, 100% erledigt. Sollte noch irgendwas offen liegen, werde ich das in einem Remastered Let's Play reinstecken. Was ich auf jeden Fall jetzt machen werde, ist nochmal für mich privat einmal speichern, weil ich nicht weiß, wie sich hier mit den Speicherständen verhält, ob die in eine Cloud geladen werden oder ob man so oder so wieder von vorne anfangen muss. Aber wenn ich dann gespeichert habe, habe ich zumindest den Speicherstand 100%ig sicher beim nächsten Mal wieder parat. Ja. Was noch gesagt sei, ist, ja. Ich wurde darauf hingewiesen, dass hier so ein kleines Spielzeughai ist. Der einfach abtaucht, wenn man ihn berührt. Ist zwar ein schönes Easter Egg oder sonst was, kann man sagen, aber keine Ahnung, was das bezwecken soll. Für und an sich finde ich das sogar ein wenig unrelevant. Hallo Mutter.
Wie du immer gesagt hast, in meinem Zustand sollte ich nicht in der Stadt herumlaufen. Aber wenn man nicht rausgeht, erfährt man nichts von der Welt. Also lerne ich zu Hause. Das ist, glaube ich, ein Porzellan-Teeservice im Stil von Ludwig XV., richtig? Ein faszinierendes Geräusch. Ja. Und das hier nennt man ein Buntglasfenster, handgearbeitet von deinen Bewunderern. Sie haben sich viel Mühe gegeben, damit es dir ähnlich sieht, nicht wahr? Okay. Das war jetzt reiner Zufall. Upp. Ihr merkt schon, ein paar Kleinigkeiten kann man noch mal finden, wenn man sich genauer umguckt, weil es sich lohnt und so, aber für und an sich, ja, wirklich relevant ist es dann ja doch nicht. Gut. Da ist wieder härteres Glas. Ich gucke mir noch ein bisschen um. Zweierlei Gründe. Erstens, damit ich hier noch was finde. Zweitens, damit ich auch noch ein bisschen Zeit totschlage, mehr oder minder. Nein, aber vielleicht finde ich ja, wenn ich mich jetzt gerade mal umschaue, noch ein bisschen mehr. Utopia. Man denkt dabei immer gleich an den Himmel auf Erden. Doch das Wort bedeutet sowohl guter Ort als auch kein Ort. Ein Ideal also, unerreichbar. Schon bei der Namensgebung weigern wir uns daran zu glauben. Und doch werden wir für immer auf dieses Utopia hinarbeiten. Ständig dazu getrieben, mehr zu wollen. Egal wie viel wir schon haben. Es ist mit die größte Ironie der Menschheit, dass uns genau das Streben nach Utopia davon abgehalten hat, dorthin zu kommen. Verdammte Scheiße! Denkt, ich werde jetzt lächeln und dann okay. Gratuliere. Ihr habt soeben die Illusion des freien Willens erlebt. Jetzt denkt, ich werde nie wieder wütend und handelt danach. Schon beginnt die Illusion zu bröckeln. Eure Gene haben nichts gegen ein leeres Lächeln. Aber Wut gehört für die Gene fest zum Programm. Ich ziehe daraus den folgenden Schluss. Moment. Mal kurz das Demo vielleicht aufrufen. Ich speichere mal noch einmal. Ja, jetzt wieder separat, also von Hand aus speichere ich. Was ich mal ganz kurz wissen will. Es gibt ja noch ein, zwei Errungenschaften, die ich noch nicht habe. Die halt auch mit Singleplayer zusammenhängen. Da muss ich aber mal ganz kurz gucken, ob ich die noch jetzt auf die Schnelle machen kann oder ob das mehr. Alle Waffen-Upgrades. Dafür müsste ich wissen, wo alle Waffenautomaten sind, ne? Aber BZW, alle möglichen Waffen-Upgrades, wie es hier anscheinend hat. Die Erforschung jedes Objektes in Rapture abgeschlossen. Dafür müsste ich jeden Splicer-Art mindestens komplett machen. Wer fehlt denn noch bei der Forschung? Ja, warte, hier. Okay, Alpha-Serie sind wir durch. Brutspleißer noch nicht. Sicherheit bin ich auch noch nicht ganz durch. Big Sister bin ich durch. Big Daddy bin ich noch nicht ganz durch. Weiß zwar auch noch nicht mal mehr, wo ich welche herkriegen soll, aber hey.
Spider-Splicer kriege ich ja auch nirgends mehr her. Houdini-Splicer. Leadhead-Splicer. Also die kriege ich alle nicht mehr. Irgendwie ist das auch voll ein ekelhafter Sound hier. Ich weiß auch nicht warum. Was ist gut? Nur eine Definition hält stand. Gut ist die Freude an der Abwesenheit von Leid. Was ist denn das höhere Gut? Um die Freude oder das Leid der Mehrheit zu bestimmen, müssen wir die Dimension Zeit berücksichtigen. Jede Tat hat nicht nur für den Moment erhoben, sondern hinsichtlich Ursache und Ursache. Das höhere Gut ist das Bereich der Gesamtfreude über okay. Alle Das war jetzt der Houdini-Splicer. Haben wir jetzt doch nochmal was erforscht davon? Ah, okay. Einmal müssen wir noch komplett erforschen. Kriegt man die also doch noch komplettiert? Oder wie habe ich das jetzt zu verstehen? Dann laufe ich mal mit der Kamera vor der Nase rum. Du wolltest vielleicht keine Tochter haben. Aber Liebe ist nur ein chemischer Prozess. Eine Bedeutung erlangt sie nur, indem wir uns entscheiden. Ich will verdammt sein, wenn ich zulasse, dass Mutter dich mir noch einmal wegnimmt. Das Plasmid, Vater. Zeig mir einfach wo und ich helfe dir. Schade. Schade, schade, schade. So. Bin ich von hier gekommen gerade oder? Ich bin glaube ich. Ja, doch. Ja doch. Ich bin von da gerade erst rausgekommen. Genau, dann bin ich hier hochgegangen. Warte, da werde ich ja hingelotst. Ich kann ja auch nochmal hier längs gehen. Ja, selbst wenn ich jetzt die Forschung nicht vollständig kriegen werde, kann ich das ja immer nochmal in einem anderen Part bezogen machen. Uiuiui. Das hat mich gerade ein bisschen erschrocken, weil der so schnell ums Eck kam. Hier Elektro. Hier noch ein bisschen um. Wir werden wiedergeboren, okay.
Ich muss aufpassen, ich schieße aus Versehen immer die Heckdinger. Und davon haben wir nun auch nicht unendlich, ne? Okay, jetzt sind wir wieder hier. Ich höre die... Ah, da. Die Kamera ist immer noch auf unserer Seite allerdings. Ist auch nichts weiter. Ich finde jetzt auch nichts weiter. Also wie gesagt, ich versuche ja quasi jetzt nochmal gezielt ein bisschen was zu sammeln. Ein Grund mehr, warum ich übrigens mit Kamera vor der Nase hier herumlatsche. Hier ist auch nochmal ein Band. Der Direktor hat meine Warnungen viel zu lange ignoriert. Ich nehme das jetzt selbst in die Hand. Ich habe ein Hacking-Tool aufgetan, um seine Geschütze abzuschalten und die Bots lahmzulegen. Ich habe auch den Code geknackt. Er ist 2, 6. Hey Murphy, hier ist Dodge. Ein Vögelchen hat mir gezwitschert, dass du den Code vom Direktor kennst. Schick mir eine Nachricht in meine Zelle in Block A und sag mir, wo du ihn versteckt hast. Dann betrachte ich deine Schulden als abbezahlt. Zwei, sechs, sieben, drei. Zwei, sechs, sieben, drei. Mal sehen, wozu der Code gehört. Also ob wir damit noch überhaupt irgendwas anfangen können. Oder ob das einfach nur noch... Ja, wie heißt das? Ein unnötiger Überbleibsel ist. Angebot. Ich habe den Code im Gemeinschaftsklo versteckt. In der Spülung von der letzten Toilette links. Dort habe ich auch ein paar andere Sachen gebunkert. Für schlechte Zeiten. Gehört alles Ihnen. Viel Glück mit dem Code.
Ich habe den Code nicht mehr im Kopf gehabt, warte mal. Moment, Moment, Moment. 2673. Okay, dafür ist es nicht mehr. Das kann man mal sagen. Aber wofür dann? Wofür bräuchten wir jetzt noch einen Code? Das Toilette finde ich hier nicht. Ah, doch, hier. Nein! Oh, Scheibenkleister! Oh, tut mir leid, ich hab mit dem Zuckfinger. Ich habe mit dem Zuckfinger auf Spielladen geklickt. Egal, ich würde sagen, es war sowieso lang genug. Ich muss das Spiel sowieso komplett von vorne einmal spielen. Also für mich, damit ich mir sicher sein kann, dass ich alles mitnehme. Und von daher würde ich sagen, sehen und hören wir uns sowieso beim nächsten Projekt erstmal wieder. Vielleicht kommt in naher Zukunft nochmal ein nachträglicher Part. Vielleicht kommt auch einfach das Let's Play nochmal in neu, einfach auch mit den neueren Versionen, sprich mit der Remastered-Version. Und von daher würde ich sagen, sehen und hören wir uns einfach dann beim nächsten Mal wieder. Von daher, bis zum nächsten Mal, haut rein, habt eine schöne Woche, habt schöne Tage. Ich bin raus, euer Saus, haut rein und ciao!